Patch 9 ist da und damit kommen auch endlich die Rucksäcke, die legendäre Währung und jede Menge tolle andere Änderungen mit ins Spiel, über die wir heute sprechen werden. Und da gibt es wirklich extrem coole Sachen, die es da so gibt und über die wir da ein bisschen labern können. Und in diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Däumchen da lassen, natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir sehr gerne durch und mit viel Glück ist dein Kommentar im nächsten Video sogar mit dabei. Oh ja. Ihr habt es mitbekommen, die Rucksäcke, sie sind endlich da. Und dazu müssen wir natürlich eine Quest abschließen. Immer aufwärts nennt die sich, das ist die Quest der Pioniere. Und um diese Quest zu starten, könnt ihr entweder an die Bahnhöfe gehen und dort dann das Pionierplakat anklicken oder natürlich in den Atomshop gehen und euch dort kostenlos dieses Plakat abholen, damit ihr es in eure Base flacken könnt. Wenn ihr schon im Atomshop seid, unter dem Menüpunkt Camp findet ihr übrigens auch kostenlos noch einen Terminal. Jawohl, euren persönlichen kleinen Terminal, den ihr euch dann in eure Base reinbauen könnt. Das ist natürlich nochmal so ein kleines, nettes Gimmick. Jawohl, wenn wir dann die Pionierquest starten, dann ist es eben so, dass wir als Kaulquapper anfangen, das ist der unterste Rang, und wenn wir es dann durch die ganzen Mini-Quests und Nebenquests und Aufgaben geschafft haben, uns zu einem Opossum hochzuarbeiten, dann bekommen wir den ersten Rucksack. Der Rucksack gibt uns natürlich mehr Tragekapazität, ist natürlich logisch. Allerdings gibt es für diesen Rucksack auch noch Modifikationen. Das habe ich ja in einem vorangehenden Video auch schon mal erklärt. Es gibt Modifikationen, dass wir quasi die Tragekapazität noch mehr erhöhen können. Dass wir beispielsweise eine Kühlmod einlegen können, sodass wir dann halt im Endeffekt Lebensmittel kühlen können, damit die nicht so schnell ablaufen. Es gibt auch noch so Platten, die man reinsetzen kann, so eine Mod, dass man halt noch ein bisschen mehr Schutz vor Schaden und sowas hat. Also all diese Geschichten gibt es. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, dass man den Rucksack über seiner Rüstung trägt. Außer natürlich, man zieht sich die Powerrüstung an, dann sieht man den Rucksack zwar nicht mehr, aber man hat den Effekt des Rucksacks trotzdem immer noch bei sich. Okay, und das ist doch schon mal super. Dann gibt es natürlich auch noch eine Änderung, was das Camp angeht. Und zwar ist es mittlerweile so, dass wenn man jetzt ein Camp angreift, man dort keinen Schaden mehr zufügt, es sei denn, der andere Spieler schießt zurück oder die Geschütze des anderen Spielers schießen dann zurück. Das heißt, solange man einem anderen Spieler nicht feindselig gegenüber ist, macht der andere Spieler an der Basis auch keinen Schaden. Ja. Das haben sie jetzt geändert. Was sie auch geändert haben, ist mit diesen Bodeneinheiten, also das Bauen wird jetzt auch etwas kreativer, sage ich jetzt einfach mal. Denn es war ja die ganze Zeit so, dass wenn man diese Böden gesetzt hatte, dass diese immer abhängig vom Terrain gewesen sind, von dem Boden, ja, von der Erde und so, dass sie manchmal nicht eingerastet sind. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Nun ist es mittlerweile so, dass nur noch die erste Bodeneinheit, die muss mit dem Terrain, sage ich jetzt mal, mit dem Boden verschmelzen und dort einrasten, und alle anderen, ja, Teile, die man dann dran baut, die anderen Bodenplatten, die ignorieren das Ganze dann, die kann man dann einfach an das erste Teil dran setzen, und somit kann man dann natürlich auch viel, viel kreativer bauen, was ich persönlich, ja, um einiges besser finde. Dann gibt es natürlich auch noch jetzt die Spielerverkaufsautomaten, was natürlich auch extrem interessant ist. Diese könnt ihr natürlich auch direkt in eure Base bauen, also da braucht man keinen Bauplan finden oder sonstiges oder so. Die habt ihr direkt in eurem Camp, also in eurem Baumenü, unter Handel, glaube ich, oder Händler oder sowas steht das im Baumenü. Und da findet ihr diesen Handelsautomaten, und dort könnt ihr dann eure Items reinlegen, um diese dann zu verkaufen. Jetzt ist es allerdings so, dass wenn ihr ein Item reinsetzt, dieser Item automatisch in eurer Stashbox ist. Also der verschwindet nicht in diesen Automaten rein oder so, sondern lediglich in die Stash. Okay? Wenn ihr also einen Gegenstand nehmt, welchen ihr in eurem Inventar drin habt, und legt den in den Verkaufsautomaten rein, dann ist er nicht im Verkaufsautomat, sondern automatisch aus eurem Inventar draußen, aber in der Stashbox, und ist auch markiert mit
einem Preis und einem Zeichen vorne dran, damit ihr wisst, okay, diesen Gegenstand biete ich momentan zum Verkauf an. Sobald ihr einen Gegenstand zum Verkauf anbietet, wird euer Camp auch auf der Karte sichtbar. Das heißt, alle Spieler auf diesem Server können euer Camp sehen. Die sehen auch, was ihr da gerade anbietet, beispielsweise ob ihr Rüstung, Medizin, Munition, Waffen oder anbietet. Das sehen die Leute und können dann, wenn sie möchten und bei Interesse, eine Schnellreise an euer Camp machen. Okay, das kostet natürlich die Schnellreise, also die Schnellreise ist nicht kostenlos, so wie viele gedacht haben, na das wäre doch super, wenn da kostenlose Schnellreisen möglich wären. Nee, weil da könnte man ja, dann bräuchte man ja gar keine Kronkorken eigentlich mehr, ne? Da könnte man sich das Ganze zu Nutzen machen und das hat Bethesda unterbunden, indem sie gesagt haben, okay, ihr könnt Schnellreise zu einem Camp eines anderen Spielers machen, sobald er dort ein Verkaufsautomat hat, allerdings kostet das trotzdem Kronkorken. Okay, wunderbar. Dann gibt es jetzt die legendäre Wechselautomaten, was ich auch extrem cool finde. Und zwar, da habe ich ja gestern schon mal ein Video dazu gemacht, die Wechselautomaten, die findet ihr auch an Bahnhöfen. Das heißt, dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr legendäre Items reinflacken und dann eure legendäre Scheine rausholen, eure legendäre Währung. Und da ist es halt eben so, je mehr Sterne euer Item hat, umso mehr Scheine bekommt ihr dafür. Und diese Scheine sind auch nicht handelbar, okay? Also das heißt, die könnt ihr nicht irgendwie mit anderen Spielern teilen und die sind auch charaktergebunden. Das heißt, mit dem Charakter, mit dem ihr einen legendären Item eintauscht, dieser Charakter hat dann auch diese Währung. Alles klar? Also da gibt es nicht irgendwie so die Möglichkeit zu sagen, ich tausche das jetzt mit einem Kumpel oder so. Ist natürlich blöd für die Leute, welche jetzt ihre Sachen auf einem Zweitcharakter haben, da braucht ihr dann noch einen Kollegen, der dann für euch als Zwischenhändler dient. Ja, das heißt, ihr müsst halt quasi euren Zweitcharakter, der jetzt natürlich vollgestopft ist mit legendären Items, mit dem müsst ihr euch einloggen, gebt die ganzen legendären Gegenstände eurem Kollegen beispielsweise und der wartet dann halt natürlich, bis ihr euch mit eurem Hauptcharakter wieder eingeloggt habt. Dann gibt er euch das Zeug wieder und dann könnt ihr ja dementsprechend das Zeug dann handeln. Also ist, ne, die legendäre Währung kann nicht gehandelt werden. Ich persönlich finde, dass dieses Update auf jeden Fall sich gelohnt hat. Das ist auf jeden Fall richtig geiles Zeug mit dabei. Das mit den Rucksäcken, ich finde das super. Auch, dass man jetzt schon die Möglichkeit hat, legendäre Währung mit zu farmen, das finde ich echt extrem klasse gemacht. Das mit den Spielerverkaufsautomaten finde ich auch super. Vielleicht entlastet das jetzt auch mal in Zukunft ein bisschen so die PlayStation-Communities oder Webseiten und so mit diesem ganzen Handeln. Das war ja die ganze Zeit ein bisschen stressig. Und was ich natürlich auch extrem cool finde, ist natürlich, dass man jetzt beim Bauen mehr Freiheit hat. Apropos Bauen. Ja, noch eine Änderung, die ins Spiel gekommen ist. Und zwar kann man am Whitespring Golf Club keine Base mehr bauen und auch nicht mehr in die Nähe. Das hat Bethesda nun unterbunden, da sich sehr viele darüber beschwert haben. Das bedeutet, doof gelaufen, ich werde nicht mehr den Gesuchtstatus bekommen, denn wie ihr wisst, ich war ja eigentlich immer derjenige, der am Whitespring Golf Club die ganzen Basen immer kaputt gemacht hat. In diesem Sinne, schreibt mir eure Meinung zu diesem Patch unten in die Kommentare. Würde mich extrem freuen, von euch zu lesen, was ihr von dem ganzen Krempel haltet. Entschuldigung. Und in diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.